Was geht's dir, T&T? Bei dir ist Pommes mit Füßen am Start. Und ja, heute Nacht kam ein Update raus und ich hatte gesagt, eventuell mache ich das noch, das Update-Video. Und hier ist es auch. Sieht folgendermaßen aus. Was wurde geändert? Das sogenannte Tagging wurde zugefügt. Tagging wissen die 1-6-Spieler, das ist noch ziemlich geil. In CSGO ist es ja nur minimal vorhanden. Ihr wisst, wenn man einen treffen sollte, dann läuft der ganz kurz eine relativ, ja, kaum so unterscheidbare Geschwindigkeit langsamer als vorher. Also es ist halt nicht wirklich extrem, ja, wie er langsamer läuft. Und jetzt ist das extremer. Je nachdem, was für eine Waffe der Gegner trägt, umso langsamer wird der. Das bedeutet, ich suche meinen Bot, der läuft da hinten irgendwo rum. Der campt gerade ein bisschen. Da sollte ich mal ein bisschen bewegen. Ich hasse das, wenn Bots campen. Schießen wir ihn einfach mal und gehen an den City-Spawn. Da sollte mich gleich einfach losjoggen, ihn irre. Ich schieße ihn ab, dann seht ihr es. Ihr seht, guck mal, wie langsam er wird. Er wird sehr, sehr langsam. Schießen jetzt mal ein bisschen Spine, damit wir noch ein bisschen länger was von ihm haben. Ihr seht, der ist sehr langsam, seht ihr? Und das ist halt auch abhängig von der Waffe, die er trägt. Zum Beispiel eine Pro 90, die er gespielt hat, hier die P90. Mit der würde er also schneller laufen, als mit der AWP, wenn ich ihn treffen würde, wenn er eine AWP hat, ja. Und es ist halt wirklich sehr, sehr extrem, wie das abläuft mit den sogenannten Tagging. Was wurde noch geändert? Granaten. Das mit den Granaten muss ich euch einfach zeigen, das ist übel. Und zwar, wenn ihr von der Granate getroffen werden solltet, das gehört auch zu diesem Tagging zu, ich zeige euch das mal. Seht ihr, wie langsam ich werde? Es ist fast so, als würde ich schleichen. Ich glaube, mit Gott geht das auch. Wir probieren es mal. Ihr seht, sehr, sehr langsam. Also da hat sich Valve sich echt was bei gedacht. Und es wird auch, denke ich, jetzt nicht mehr so leicht sein. Einfach Granaten, ihr kennt das, ja, wenn ihr jetzt auf lange Granate abkriegt, dass ihr denkt, ja, einfach weg hier. Das geht nicht mehr so schnell. Selbst in der Luft werden Granaten mittlerweile besser berechnet, laut Valve, laut den Update-News. Und bei Molotov, das weiß ich gar nicht, probiere ich mal, ob er da langsamer wird. Molotov bleibt die Geschwindigkeit eigentlich halbwegs. Also das hat sich nicht geändert. Das wollte ich mal ausprobieren für mich selbst. Was sich dadurch noch geändert hat, durch dieses Movement, ist generell das Movement über die Map. Da wurden einige Server-Einstellungen krass geändert oder generell die Einstellung vom Client. Ich zeige euch das mal. Ihr wisst es doch früher, als ihr Counter-Steps gemacht habt. Wir nehmen den Bot dafür mal wieder. Wenn ihr Counter-Steps gemacht habt, so wie der Bot jetzt, ne? Dann hattet ihr immer diesen Punkt gehabt, wo ihr... Ich schieße extra nicht auf den. Habt ihr diesen Punkt gehabt, wo ihr immer noch einen Millimeter gelaufen seid, wenn ihr die andere Taste angetippt habt? Bestes Beispiel, ich laufe jetzt A nach links und jetzt will ich den Counter-Step machen. Das heißt, ich tippe dann kurz D, damit ich stehen bleibe, richtig? Das war das Problem. Und zwar hast du dann D getippt und bist noch, sag ich mal, so gelaufen, so einen Schritt. Ja? Also so, boop, Millimeter, sag ich mal. Und jetzt ist es so, dass es wie bei 1.6 ist, das Feeling. Das heißt, ich laufe, tippe sofort jetzt an, das ist jetzt mit A ein bisschen das Beispiel, A, tippe jetzt die an und zack, stehe ich perfekt und der Schuss sitzt perfekt, der Counter-Step. Das heißt, Counter-Steppen fällt jetzt viel, viel leichter. Die Angst vieler Spieler dadurch ist jetzt einfach, dass das zu leicht beherrscht werden kann, auch von den Neulingen. Dabei würde ich aber sagen, dass das Counter-Steppen sich nicht krass ändert, sondern die es können, die können es immer noch und die es nicht können, lernen es dann halt. Und auf den Low-Elos, ohne das fies zu sagen, wird meistens nicht gecounterstept, der wird meistens so gemacht. Oder es wird halt gesprayt oder so ein Kram. Deswegen, keine Sorge, das Movement ist schön und gut. Ich muss mich daran selber auch erstmal gewöhnen. Wie gesagt, ich habe 1.6 nur auf LANs damals gespielt und Go, ja, dann CSS, da ist das Movement ja komplett anders und dann halt Go. Und deswegen muss ich mir an dieses Movement erstmal gewöhnen. Aber ich denke, ich werde damit zurechtkommen und das war so eigentlich im Großen und Ganzen das Update. Wie gesagt, Breaker ist auch weg und wie gesagt, probiert es mal aus, spielt mal ein bisschen Deathmatch, um zu gucken, wie das aussieht mit dem Tagging, ja, was wo langsamer macht und sowas und übrigens zu P90, das habe ich jetzt vergessen, die ganzen SMGs, wir gehen jetzt mal da unten ins Kaufmenü, ich kann nicht kaufen, ich will, ist auch egal, die ganzen SMGs haben 20% mehr Damage gegen Kevlar und das ist scheiße auf einer Seite. Zwar, ich weiß, dass Valve vorhat. Valve will damit sorgen, dass mehr die Sachen hier gespielt werden. Aber die P90, das ist ein bisschen zu stark. Mit einer Armor Penetration von 69. Krass. Zudem habt ihr übrigens unten jetzt immer so nette kleine Fähnchen, wo ihr seht, von wo die Waffen kommen. Ne? Deutschland, da, hier. Also, ihr seht überall, von wo die Waffen kommen. Das ist halt auch sehr schön, würde ich sagen. Ja. Negev aus Israel. Ich wusste, dass die Negev aus Israel kommt. War ein Spaß. So, das war eigentlich das ganze Update. Wie gesagt, gewöhnt euch an das Movement, spielt ein bisschen Deathmatch, bevor ihr jetzt in den Wettkampf reingeht. Kommt ein bisschen rein, vor allem übt dann die Counter-Steps. Die Leute, die das noch nicht können, übt sie da. Jetzt habt ihr gute Chancen, das ein bisschen reinzukriegen, weil wenn das wieder mal geändert werden sollte, dann fällt es euch leichter umzusteigen. Deswegen übt so lange Counter-Steps, solange ihr könnt. Und das war's von mir, ja. Haut rein, meine T&T-Buddies.
Eier Bombe has been defused. Bye. What's up, guys? This is Spencer, Hiko Martin, and Jordan Nothing Gilbert here in ESL 1 Cologne, right? That's right. We just wanted to tell you, make sure you subscribe to Bomb Has Been Defused. If you don't, a flashbang dance on your face. Okay? That's right. Thank you, guys. Shit.